und hier insbesondere Herrn Magister Welte mit seinem Team. Die Zusammenarbeit war wiederum eine ausgezeichnete und auch das Entgegenkommen, hier nun den größten Raum in diesem Haus zur Verfügung zu stellen und umzudisponieren, war durch dieses Entgegenkommen möglich. Heute ist der 10. November. Wir haben für diesen Termin oder wir haben diesen Termin ganz bewusst gewählt, an dem auch der November-Pogrome von 1938 gedacht wird, die auch in Österreich einen ersten furchtbaren Höhepunkt der Judenverfolgung bildeten. Die Gedenkgruppe Bregenz, bestehend aus Walter Buder, Andreas Eder, Werner Schelling und mir, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Herbert Brunner. Wie gesagt, die Gedenkgruppe Bregenz wollte bereits vor einem Jahr, also 75 Jahre nach Kriegsende, an die damaligen Ereignisse in Bregenz und das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. Corona hat das verhindert und wir sind sehr froh, dass das heute nun möglich ist. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, dafür wohl einen der prädestiniertesten Experten für dieses Thema zu gewinnen, nämlich den Bregenzer Stadtarchivar Magister Thomas Klagian, den ich ganz besonders herzlich begrüße. Ich möchte dir auch danken für deine Bereitschaft, heute über das Kriegsende 1945 in Bregenz zu sprechen. Er hat übrigens auf meine seinerzeitige Anfrage spontan zugesagt und das zeigt, wie wichtig und auch wie präsent ihm dieses Thema ist. Nun genug der Vorrede, ich darf Ihnen einen interessanten Abend wünschen und dich nun um den Vortrag bitten. Dankeschön für die freundlichen Worte, lieber Herbert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ich Ihnen nun in den nächsten 45 Minuten, ja, so lange wird es dauern, vortragen werde, ist eine Zusammenschau der Literatur zum Kriegsende. Ich trage den Forschungsstand vor und versuche somit eine Rekonstruktion der Ereignisse. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Augenzeugenberichte zu studieren, die im Stadtarchiv verwahrt werden, teilweise im Original, zumeist aber in Kopie. Nun, sie stimmen, wie nicht anders zu erwarten, nicht immer überein, ja, sie widersprechen sich manchmal. Und daraus eine in sich schlüssige und möglichst wahrheitsgetreue Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren, vor allem was die Bemühungen um die Rettung von Bregenz anbelangt, also Bregenz aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten, ist nicht einfach. Und man wird den Verdacht nicht ganz los, dass der eine oder andere versucht hat, sich in einem besseren oder in einem besonders guten Licht erscheinen zu lassen. Das Kriegsende hat naturgemäß eine Vorgeschichte und deshalb nehmen wir uns zumindest ein wenig Zeit für den sogenannten Anschluss und die Kriegsjahre. Es sind lediglich ein paar Streiflichter, die wir auf das Geschehen werfen. In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 übernahmen einheimische Nationalsozialisten in Vorarlberg die Macht, auch in Bregenz. Karl Solhardt teilte der Bregenzer Bevölkerung mit, dass er von Landeshauptmann Anton Blankensteiner mit der Leitung der gesamten Verwaltung der Stadt Bregenz betraut worden sei.
Auch in Bregenz galt nun das Führerprinzip. Solhard herrschte in der Stadt als kleiner Führer in fast absoluter Manier. Über ihn später noch mehr. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Bregenz ein. Unter mäßiger Anteilnahme der Bevölkerung, offenbar wusste man noch nicht so recht, was man zu erwarten habe. Bei der Truppenparade am Nachmittag des 12. März und vor allem bei der großen Parade am 12. März waren dann sehr viele Bregenzerinnen und Bregenzer auf den Beinen und standen begeistert Spalier. Zumindest diejenigen, die Grund zur Freude hatten, und das waren nicht alle, aber das ist eine andere Geschichte. Hier sehen Sie, wie die Truppen, Berittene, stadteinwärts ziehen. Rechts gut zu erkennen ist das Kornhaus, das heutige Theater am Kornmarkt. Nun blicken wir in die andere Richtung, Kornmarktstraße, linker Hand das Böhm- oder Braunhaus. Und hier sehen wir die Kaiserstraße mit Hakenkreuzfahnen, aber auch mit rot-weißen Fahnen, also den Fahnen Vorarlbergs. Bregenz, St. Margrethen und zurück können wir lesen in der Mitte, Stichwort zurück. Die nationalsozialistische Propaganda hatte versprochen, Österreich in einen blühenden Garten zu verwandeln. Seit dem 1. September 1939 herrschte Krieg. Viele Soldaten, die vom Bregenzer Bahnhof zu ihren Standorten einrücken mussten, kehrten nicht mehr zurück. Der Weltkrieg kostete Bregenz über 900 Gefallene. Stichwort St. Margrethen. Der Übertritt der Schweizer Grenze war während des Krieges eine der wenigen Möglichkeiten für Flüchtlinge aller Art, in ein freies Land zu gelangen. Dementsprechend streng war die Schweizer Grenze bewacht. Es ist kein Zufall, dass die Außenstelle der Innsbrucker Gestapo in der Bregenzer Römerstraße Grenzpolizeikommissariat hieß. Im Bregenzer Gefängnis in der Oberstadt waren mindestens 7000 Menschen inhaftiert, der überwiegende Teil zur Verfügung der geheimen Staatspolizei. Das Banner muss stehen, wenn der Mann auch fällt. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich in den blendenden Anfangsjahren sehr viele mit den Zielen des nationalsozialistischen Staates identifiziert haben oder zumindest mit einzelnen Maßnahmen dieses Staates und natürlich mit den Siegen der Wehrmacht. Das änderte sich aber mit dem Ausbleiben der militärischen Erfolge spätestens nach Stalingrad, also um die Jahreswende von 1942 auf 1943. Kaum mehr Erfolgsmeldungen, die Versorgungslage wird schlechter, die Zahl der Gefallenen steigt, die Zustimmung für das Regime sinkt. Die Herrschaftsträger reagierten unterschiedlich. Die einen bemühten sich um eine günstige Ausgangsposition für die Zeit nach dem Krieg, die anderen, die Fanatiker, reagierten mit verstärkter Unterdrückung mit dem Programm des totalen Kriegs, den Josef Goebbels im Februar 1943 ausgerufen hatte. Trügerischer Friede mitten im Krieg, als ob Bürgermeister Solhard geahnt hätte, was kommen würde, ließ er im Juli 1944 Bregenz durchfotografieren. Und so blieb die Stadt wenigstens im Bild erhalten. Der verheerende Luftangriff auf Friedrichshafen am 28. April 1944 war ein Menetekel. Es entstanden damals 77 Aufnahmen. Hier blicken wir in die Rathausstraße, links gut zu erkennen das Rathaus, und die Häuserzeile rechts davon sollte am Kriegsende noch stark in Mitleidenschaft gezogen werden, war nicht mehr wiederzuerkennen. Und das trifft auch auf die Kaiserstraße zu. Die Häuserzeilen links und rechts sind heute so nicht mehr zu sehen. Und die Brandgasse, die wurde mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht. In den letzten Apriltagen des Jahres 1945 herrschte in Bregenz große Ungewissheit. Die Stadt war voller Flüchtlinge und Verwundeter. Die militärische Lage des Deutschen Reiches spitzte sich zu. Die Front und der Zusammenbruch rückten näher. Die letzte deutsche Offensive,
Die Ardennenoffensive war Ende Jänner 1945 endgültig gescheitert, wie nicht anders zu erwarten. Diese Offensive verzögerte jedoch den Vormarsch der westlichen Alliierten beträchtlich, was unter anderem zur Folge hatte, dass die Sowjettruppen wesentlich weiter nach Westen vorrücken konnten, als das im Herbst 1944 noch zu vermuten war. Wir sehen in der oberen Bildhälfte Bregenz, eine zeitgenössische Aufnahme, und unten links sehen wir den Zugang zum Reservelazarett Riedenburg, zum Reservelazarett Bregenz, hier den Haupteingang. Seit 1940 befand sich ein Reservelazarett in Bregenz mit mehreren Teillazaretten. General Dwight D. Eisenhower, der Oberkommandierende der alliierten Weststreitkräfte in Europa, hatte das ursprüngliche Kriegsziel, die Einnahme Berlins, revidiert. Berlin überließ er den Sowjets. Er befahl, nach Süden einzuschwenken. Das Schwergewicht des alliierten Vorstoßes verlagerte sich nach Süden. Auf dieser Karte sehen Sie die Kriegsereignisse von 1943 bis 1945. Wenn Sie auf Zentraleuropa blicken, dann sehen Sie deutlich, wie sich die roten Pfeile nach unten bewegen. Das symbolisiert diese oder zeigt diese Südverlagerung. Weshalb verlagerte sich das Schwergewicht nach Süden? Es sollte verhindert werden, dass sich die deutschen Verbände in die sogenannte Alpenfestung zurückziehen würden. Die Alpenfestung war so etwas wie eine fixe Idee von Gauleiter Hofer, der als Reichsverteidigungskommissar seines Gaus Tirol vor Radlberg eingesetzt war. Manfred Rauchensteiner führt in seinem Standardwerk zum Kriegsende in Österreich aus, Hofer sei erst durch Berichte in Schweizer Zeitungen im Juli 1944, die von einer Alpenfestung fabulierten, auf die Idee gebracht worden, eine solche Alpenfestung zu propagieren. Hofer sandte Anfang November 1944 in dieser Sache ein Memorandum nach Berlin. Als dann keine Reaktion kam, sprach er Anfang 1945 persönlich in Berlin vor. Aber zu diesem Zeitpunkt besprach man natürlich nur mehr eine Illusion. Geschehen ist nichts mehr. Es wurden ab Jänner 1945 in Vorarlberg Maßnahmen zur Verteidigung getroffen, also Stellungen gebaut, es wurden Panzersperren errichtet und es wurden die Brücken zur Sprengung vorbereitet. Aber alle Maßnahmen blieben Stückwerk, von einer Festung konnte keine Rede sein. Es waren also Pioniere im Land und auch 2000 Zivilarbeiter waren mit diesen Schanzarbeiten beschäftigt, darunter auch Zwangsarbeiter und Regimegegner, die dazu eingeteilt wurden. Vorarlberg war von direkten Kriegshandlungen bislang verschont geblieben, mit einer sehr bedeutsamen Ausnahme, nämlich dem Luftangriff auf Feldkirch am 1. Oktober 1943 mit rund 170 Toten. Es waren amerikanische Bomber, die von Tunesien aus starteten, ihr Ziel in Augsburg, die Messerschmitt-Werke, entweder nicht fanden oder nicht erreichten und Feldkirch als Gelegenheitsziel bombardierten. Sie meinten sich offenbar in der Nähe von Kempten oder Gundelfingen, wo sich Produktionsstätten der Firma Messerschmitt befunden haben. Getroffen wurden aber das als Lazarett dienende Antoniushaus und das Lehrerseminar. Warum blieb Vorarlberg verschont? Es gab nur wenig lohnende Ziele in Vorarlberg, also verhältnismäßig wenig Rüstungsindustrie und auch wenig Garnisonen. Und auch die Nähe zur Schweiz dürfte die Alliierten von Bombardements abgehalten haben, da der Schweizer Luftraum nicht verletzt werden sollte. Die erste französische Armee stand unter dem Kommando von General Jean de Latre de Tassigny. Wir sehen ihn hier auf der linken Aufnahme ganz links im Bild. Nach der Befreiung Frankreichs gelang es Charles de Gaulle rasch, wieder eine Armee aufzustellen. Sie bestand aus Kolonialtruppen, Fremdenlegionären und Teilen der Armée Française de la Libération, also Teilen der Résistance. De Gaulle ging es darum, aller Welt zu zeigen, dass Frankreich einen Beitrag zur Befreiung Europas leistet und wieder im Konzert der Großmächte mitspielen kann. Die erste französische Armee verfügt über zwei Armeekorps. Das erste unter General Émile Antoine Betouard hatte den Auftrag, durch das Rheintal, den Walga und das Klostertal an den Arlberg vorzustoßen.
Wir sehen den General auf dem rechten Bild in der Bildmitte. Dieses erste Korps bestand aus der 5. Panzerdivision, die den Hauptstoß zu führen hatte, und zwei Divisionen mit marokkanischen Einheiten, einem Regiment der Fremdenlegion und einem sogenannten Stoßtrupp. Am Abend des 29. April erreichten französische Truppen die ehemalige österreichische Grenze bei der Gmündmühle in Hohenweiler. Auf dem Foto, da sehen wir, wie ein französischer Stoßtrupp die Hangnacher Brücke bei Hörbranz überquert. Es handelt sich dabei mit ziemlicher Sicherheit um ein im Nachhinein gestelltes Foto. Am 30. April überschritten die französischen Truppen die Laiblach an den ehemaligen Grenzstationen bei Hohenweiler und in Hörbranz. Hier sehen wir einen Raupenwagen der französischen Armee bei einem Halt oberhalb des Grenzübergangs Gmündmühle. Auf dem Wagen können wir lesen den Wahlspruch France d'abord, Frankreich zuerst, auf dieser kleinen Vignette. Wie am Grenzübergang Gmündmühle in Hohenweiler ist auch am Grenzübergang Unterhochsteg in Hörbranz eine Tafel angebracht. Hier betrat die erste französische Armee Österreich am 29. April 1945. Ungefähr 50 Meter weiter in Richtung Lochau ist ein weiteres Schild angebracht. Hier ist Österreich Freundesland. Die Franzosen waren nämlich die einzigen, die nicht die alliierte Proklamation Nummer 1 anschlagen ließen, in der es hieß, die Alliierten marschierten als Sieger ein, sondern in der Erklärung der Franzosen an das österreichische Volk hieß es vielmehr, nicht als Eroberer, sondern als Befreier dringt der französische Soldat auf österreichischen Boden ein. Daran erkennt man gut das Selbstverständnis, das die Franzosen hatten. Die stehen nun also vor Bregenz und nun werden wir uns ansehen, was von wem unternommen wurde, um Bregenz aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten. Das ist eine komplizierte und recht unübersichtliche Geschichte. Meinem Bericht zu folgen, wird nicht immer ganz einfach sein. Es ist im Übrigen aber auch nicht wichtig, dass Sie sich jedes Detail merken, sondern Sie sollen ein Gefühl dafür bekommen, wie dramatisch diese Tage und Stunden waren. Karl Bitz. Bereits seit Sommer 1944 hatte sich Karl Bitz, der Schweizer Honorarkonsul in Bregenz, bemüht, Vorarlberg über Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes in Genf aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten. In einem Memorandum wurde die Errichtung von Sanitätsorten und Sicherheitszonen angeregt. Im Herbst 1944 schlug Bitz vor, zumindest einen Teil Vorarlbergs zu einer Art Schutzzone erklären zu lassen. Eine weitere Initiative in diese Richtung startete er im Jänner 1945. Was letztlich zum Scheitern dieser Bemühungen geführt hat, ob Ablehnung von deutscher Seite oder mangelndes Interesse der Alliierten, lässt sich nicht mehr feststellen. Karl Bitz war Schweizer Staatsbürger, Unternehmer und vertrieb in der Bregenzer Römerstraße von ihm entwickelte tragbare Messinstrumente. Ab März 1939 war er Schweizer Honorarkonsul und von 1946 bis 1952 Konsul. Dr. Georg Poschacher. Am 22. April 1945 erörterte Dr. Georg Poschacher, der Standortarzt der Lazarette Bregenz und Lochau, mit dem Schweizer Honorarkonsul Bitz die Frage, wie die Vorarlberger, wie die Lazarette unter den Schutz des Roten Kreuzes gestellt werden könnten. Allein in den Bregenzer Lazaretten waren etwa 4000 Verwundete untergebracht. Und am 25. und 26. April folgten weitere Gespräche in dieser Sache. Man entschied, bei den zuständigen Stellen dafür zu plädieren, Bregenz zur offenen Stadt zu erklären. Georg Poschacher war seit 1940 Standortarzt der Bregenzer Lazarette und Chefarzt in der Riedenburg. Vor und nach dem Krieg wirkte er als praktischer Arzt und Zahnarzt in seiner Heimatstadt Dittmoning an der Salzach in Bayern. Gerd Huber-Sannwald.
Am 25. April bat der Industrielle Gerd Huber Sandwald seinen Freund, Major Dr. Guido Tarabocchia, einen Bregenzer Ratsherrn, der sich damals als Verwundeter im Lazarett Riedenburg befand, nach Innsbruck zu General Valentin Feuerstein zu fahren. Im Vorfeld hatten bereits Mitglieder der beiden großen Widerstandsbewegungen, also der sozialistisch-kommunistischen und der christlich-sozialen, bei ihm vorgesprochen und sie haben mit ihm erörtert, wie Bregenz zu retten bzw. zu befreien sei. General Feuerstein war seit 23. April Festungskommandant des Gaus Tirol Vorarlberg und damit auf militärischer Seite für die Verteidigung verantwortlich. In Feuerstein, einem gebürtigen Bregenzer Huber Sandwald, einen natürlichen Verbündeten bei dem Anliegen, Bregenz aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten. Huber Sandwald und Tarabocchia waren verwandtschaftlich miteinander verbunden und alle drei, Huber Sandwald, Tarabocchia und Feuerstein, waren auch miteinander bekannt, ja nicht nur bekannt, sondern befreundet. Gerd Huber Sandwald führte die Geschäfte der Betenfabrik Sandwald, also seines Schwiegervaters, und saß von 1950 bis 1965 für die ÖVP im Stadtrat. Dr. Guido Tarabocchia. Am späten Nachmittag des 26. April traten die Bregenzer Ratsherren zusammen. Die Ratsherren bildeten so etwas wie die Gemeindevertretung, hatten aber dem Krieg hindurch nicht besonders viel zu sagen und gewählt waren sie natürlich auch nicht, sondern bestellt. Nun aber beschlossen sie auf Antrag von Tarabocchia, das hat ihm der Huber Sandwald, Gerd Huber Sandwald hat das veranlasst, also auf Antrag von Tarabocchia beschlossen sie, Bregenz zur offenen Stadt erklären zu lassen und das den militärischen und Parteidienststellen mitzuteilen. Die Sitzung damals leitete der stellvertretende Bürgermeister von Bregenz, der Walter von Schwerzenbach. Bürgermeister Solhard war zu dieser Sitzung nämlich gar nicht eingeladen worden, da man fürchtete, er werde sich für die Verteidigung der Stadt aussprechen. Am Abend fuhr dann Tarabocchia nach Innsbruck. Guido Tarabocchia war Rechtsanwalt, er gehörte dem deutschnationalen, später nationalsozialistischen Lager an. Er war Mitglied der Sängerschaft Skalden in Innsbruck. Bürgermeister Karl Solhard, geboren 1896 in Potschach in Niederösterreich, Soldat im Ersten Weltkrieg, nach 1918 Ingenieur bei den Braun-Boveri-Werken, ab 1921 in Bregenz. Er war ein Nationalsozialist der ersten Stunde, seit 1927 Parteimitglied, von 1934 bis 1938 Ortsgruppenleiter und nach dem Verbot der NSDAP im Juni 1933 war er als illegaler Stadt bekannt. Er starb 1986. Paul Pirker liefert uns in seiner Schilderung der letzten Kriegstage einer Broschüre mit dem Titel Zitadelle Bregenz eine kleine Charakterstudie von Solhard, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Da heißt es, ich zitiere, bald wusste Solhard alles besser, duldete keinen Widerspruch, wurde von allen Beamten des Rathauses darob belacht. Seine Freunde nannten ihn den Gewaltigen, seine Feinde den Narren. Dass er sich für die Verteidigung einsetzte, stets schwer bewaffnet in der Stadt umherflitzte und mit seiner Tätigkeit die Stadt einer offenkundigen und nutzlosen Gefahr aussetzte, das erregte viel Unwillen. Seine geistige Einstellung zur Verteidigung der Stadt ist umstritten. Zuerst ist er bereit, den Willen der Ratsversammlung dem Gauleiter mitzuteilen. Dann will er nicht die Schande erleben, dass seine Stadt die weißen Fahnen hisse. Endlich will er auf den Trümmern der Stadt für Deutschland kämpfen. In dieser Soße von Pflichterfüllung, zartem Empfinden und unerbittlichem Heldentum möge ein anderer sich zurechtfinden. Als Solhard aber am Sonntag, das war der 29. April, aus der Stadt floh und seine Bürger dem Elend überließ, da kehrte sich alles von ihm ab. General Valentin Feuerstein. Am Morgen des 27. April sprach Tarabocchia in Innsbruck bei Feuerstein vor. Feuerstein versprach, nach einigem Zögern zu helfen, doch an welche Kommandostelle sollte er sich wenden?
Die Kompetenzen waren unklar, die Verbindungen oft unterbrochen. Von Gauleiter Hofer erhielt er keine Antwort. Vom Oberbefehlshaber Südwest, das war der Kommandant in Italien, erhielt er, der Feuerstein, schließlich in der Nacht vom 27. auf den 28. April die Erlaubnis, Bregenz aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten. Am Morgen des 28. April befahl General Feuerstein dem für die Verteidigung von Vorarlberg zuständigen Befehlshaber, Bregenz sei als eine offene Stadt zu betrachten. Im Umkreis von 15 Kilometern dürfen sich daher keine Truppen aufhalten. Doch seit dem 26. April hatte Generalfeldmarschall Albert Kesselring, das war der Oberbefehlshaber West, auch das Kommando über den Befehlsbereich in Italien und hätte somit befragt werden oder gefragt werden müssen. Für Kesselring war es völlig undenkbar, eine strategische Schlüsselstellung wie die Bregenzer Klause kampflos zu übergeben. Der Mann nahm seine Aufgabe wirklich ernst. Und so widerrief Kesselring Feuersteins Befehl dann später. Am Spätnachmittag des 29. April erfuhr General Feuerstein von Gauleiter Hofer, dass er als Festungskommandant abgesetzt sei. Zu seinem Nachfolger wurde General Hans Schmidt bestellt. Hier sehen wir ihn im Bild rechts, der Kommandant der 24. Armee. Diese 24. Armee war ein reiner Attrappenverband, der aus einem Erkundungsstab hervorgegangen war und im Lauf des April mit den Garnisonen von Radolfzell, Konstanz, Friedrichshafen und Einheiten des Zollgrenzschutzes verstärkt wurde. Insgesamt 3000 Mann, schlecht ausgebildet, gering bewaffnet, kaum motorisiert und wenig motiviert, wie wir annehmen dürfen. Die Bezeichnung dieses Verbandes als Armee sollte den Alliierten vorgaukeln, dass sie in Vorarlberg auf ernsthaften Widerstand stoßen würden. In Vorarlberg wurde dann diese 24. Armee verstärkt durch die Garnisonen von Bregenz und Bludenz, durch zwei Kompanien aus Landeck, die auch hier stationiert waren, und auch durch nach Vorarlberg zurückströmende Truppenteile, darunter auch Einheiten der Waffen-SS. General Schmidt war übrigens schon 68 und eigentlich seit Oktober 43 im Ruhestand, als er reaktiviert und mit dem Befehl dieser 24. Armee betraut wurde. Tarabokia und Poschacher sprachen nun am 29. April beim neuen Festungskommandanten bei Schmidt, bei General Schmidt vor. Der erklärte aber hartnäckig, er habe Befehl, Bregenz zu verteidigen. Nach Rücksprache mit Kesselring war er dann bereit, zwar auf die Verteidigung von Bregenz zu verzichten, nicht aber auf die der Klause. Damit Bregenz aber als offene Stadt hätte gelten können, hätten sich im Umkreis von 15 Kilometern keine deutschen Truppen aufhalten dürfen. Mit dem Beschluss, die Klause zu verteidigen, war der Status von Bregenz als offene Stadt erledigt. Doch noch am Abend des 29. April teilte der stellvertretende Bürgermeister Schwärzenbach der Bregenzer Bevölkerung mit, dass Bregenz eine offene Stadt sei. Also die Ereignisse überschlugen sich. Bei General Schmidts Entscheidung spielten wohl nicht nur Befehle und strategisch-militärische Überlegungen eine Rolle. Ihm ging es vermutlich auch darum, den Vormarsch der Franzosen so lange zu verzögern, bis er sich zu den Amerikanern durchgeschlagen hätte. Und tatsächlich geriet er dann oder kam er dann auch oder schaffte er es in amerikanische Gefangenschaft. Es war so, dass viele hohe Offiziere wussten, wie sich die deutschen Besatzungstruppen teilweise in Frankreich aufgeführt haben und dementsprechend fürchtete man Revanche. Am 30. April, als die französischen Truppen an den ehemaligen Grenzstationen die Laiblach überschritten, ließ General Schmidt über Konsul Pitz dem Internationalen Roten Kreuz mitteilen, dass die Stellung nördlich der Stadt verteidigt werde und damit war der Traum von der offenen Stadt endgültig ausgeträumt. Hier sehen wir das Schreiben, das Pitz damals an das Internationale Rote Kreuz gerichtet hat, mit der Bitte, es an die Alliierten weiterzuleiten. Und nun musste die Bevölkerung verständigt werden, dass Bregenz nicht offene Stadt sei und die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Luftschutzstollen aufzusuchen.
Die französischen Truppen wurden auf ihrem Vormarsch gleichmäßig von der Luftwaffe unterstützt. Zweck der Luftoperationen war die Störung des deutschen Rückzugs sowie die Entlastung der Bodentruppen und damit auch eine Beschleunigung des Vormarsches. Hier sehen wir, wie P-51 Mustang der Gruppe Savoie aufmunitioniert werden. Diese französischen Jagdflugzeuge US-amerikanischer Provenienz, so gut wie sämtliches Kriegsmaterial der ersten französischen Armee, stammte von den Amerikanern. Also diese Jagdflugzeuge flogen Ende April und Anfang Mai 1945 zahlreiche Tieffliegerangriffe auf Ziele in Vorarlberg. Am 25. April zum Beispiel griffen französische Jagdflugzeuge einen Lazarettzug im Lauteracher Bahnhof an, der unter Rotkreuz-Tarnung 4 Waggons mit Munition und Sprengstoff mitgeführt hat. 10 Menschen starben und 10 wurden verwundet. Am Vormittag des 29. April flogen französische Jagdflugzeuge einen Angriff auf das in den Bregenzer Bahnhof einfahrende Wälderbähnle und auch auf den Bregenzer Bahnhof. Dabei kamen 12 Menschen ums Leben. Ein Großteil des Fuhrparks ging in Flammen auf, wie wir hier sehen können. Im Hintergrund, da sieht man das zerbombte Hotel de l'Europe, wie es aussah nach dem Bombardement am 1. Mai. Man muss aber sagen, die Franzosen hatten weder Interesse an sinnlosen Opfern noch an einer völligen Zerstörung der Stadt. Österreich war ja zum befreundeten Land, zum pays ami erklärt worden. Die französische Luftwaffe hatte lediglich den Auftrag, die Bodentruppen zu unterstützen. Und selbstredend waren die Franzosen an einer möglichst raschen und reibungslosen Einnahme von Bregenz interessiert und somit bereit, die erforderlichen Mittel einzusetzen. Hier sehen wir ein Aufklärungsbild der Stadt Bregenz vom 8. Februar 1945. Ausgewiesen sind vor allem die Bahnhofsanlagen, denn auf die galt es Rücksicht zu nehmen. Das heißt, sämtliche infrastrukturellen Einrichtungen wurden von Bombardements ausgenommen, denn die Franzosen wussten ja, dass sie diese Einrichtungen nach dem Krieg wieder brauchen würden. Hier sehen wir eine Besprechung von Piloten der Gruppe Lafayette, die am 1. Mai im Laufe des Vormittags zweimal Bregenz angreifen werden. Hier besprechen sie anhand einer Karte der Schweiz und des Bodenseeraums ihren Einsatz. Am Abend des 30. April schossen sich die französischen Geschütze ein, die in Lindau-Eschach und in Hörbrands auf den großen Feldern unterhalb der Kapelle Gickelstein postiert waren. In diesen Stunden startete Dr. Georg Poschacher einen weiteren Versuch zur Rettung der Stadt. Gemeinsam mit einem jungen Schweizer Arzt des Roten Kreuzes, einem gewissen Dr. Meyer, nahm er direkt mit dem französischen Kommando Kontakt auf. Der französische Kommandant, den sie in Wangen erreichten, beschied ihnen aber martialisch, dass er Bregenz ausradieren werde. Aber er werde Bregenz verschonen, wenn er die Bregenzer Klause um 3 Uhr in der Früh ungehindert passieren könne. Gerd Huber Sandwald war es nach dem Krieg wichtig, seine Rolle bei den Rettungsversuchen gewürdigt zu wissen. Er überließ dem Stadtarchiv 1965 einen vielseitigen Tatsachenbericht, wie er es nannte. Beigefügt sind auch die Berichte von Tarabokia und General Feuerstein. Darin ist unter anderem die Rede davon, dass in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai noch versucht habe, zu retten, was noch zu retten war. Habe Kontakt aufgenommen mit der christlich-sozialen Widerstandsbewegung, die geplant habe, die öffentlichen Gebäude in Bregenz zu besetzen. Und er habe noch einmal die französischen Truppenspitzen aufgesucht, dort vorgesprochen, über die Pläne der Widerstandsbewegung zu berichten und um die Schonung der Stadt zu bitten. Wie er auch ausführt, auf seinen Vorschlag sei Bregenz mit weißen Fahnen beflaggt worden. Wie auch immer, die Forderungen des französischen Ultimatums wurden nicht erfüllt. Die Sperren an der Klause wurden nicht beseitigt und die Franzosen
stießen immer wieder auf Widerstand. 1. Mai 1945. Das für 3 Uhr angekündigte Bombardement der Stadt blieb zunächst aus. Gegen 4.30 Uhr setzte starkes Artilleriefeuer ein. Gegen 9 Uhr flogen 7 französische Jagdbomber einen Angriff auf Bregenz und beschossen die Stadt mit Bordwaffen. Um 10.45 Uhr weitere 8 Jagdbomber griffen Bregenz an, wieder mit Bombwaffen und mit Bordwaffen, und sie werfen 16 Stück 250 Kilogramm Bomben ab. Die dürften mit hauptverantwortlich sein für die schweren Zerstörungen. Nach dem Krieg hat man darüber diskutiert, wie die zahlreichen Dachstuhlbrände entstanden sein könnten. Da war von Brandbomben die Rede. Brandbomben wurden aber mit Sicherheit nicht abgeworfen. Dann von Leuchtspurmunition, schon wesentlich plausibler. Man wusste aber wissen, dass bei der Explosion von Artilleriegeschossen oder auch bei der Explosion von 250 Kilogramm Bomben ganz beträchtliche Temperaturen entstehen und dass auch so Brände entstehen können. Um 11.40 Uhr werden die Sperren an der Klause gesprengt. Die Klause und die Sperre waren nicht besetzt und damit ist der Weg frei nach Bregenz. Etwa zeitgleich sprengten deutsche Pioniere die Brücken über die Bregenzer Ach. Die Lauteracher Brücke, die wir hier sehen, war unpassierbar, das Mittelstück fehlte, die Harder Brücke war schwer beschädigt und die Eisenbahnbrücke war ebenfalls so gut wie komplett demoliert. Gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr erreichen die französischen Panzerspitzen den Kornmarktplatz. Über dem Chaos von Kampfpanzern, Schützenpanzern, Funkwagen weht vom Rathaus wohl zum ersten Mal seit 7 Jahren keine Fahne mit Hakenkreuz mehr. Rauch steigt auf. Hier sehen wir den Panzerspähwagen, den wir schon an der Grenze gesehen haben, nun in der Rathausstraße vor der Löwenapotheke, die stehen blieb. Die 4 anschließenden Häuser wurden so gut wie vollständig zerstört. Die Menschen versuchten zu löschen, so gut es ging. Hier Löschversuche in der Kaiserstraße. Die Menschen bringen ihr Hab und Gut in Sicherheit. Ebenfalls eine Aufnahme von der Kaiserstraße. Wir blicken in die Bahnhofstraße. Rechts brennt die Buchdruckerei Johann Nepomuk Deutsch. Links sehen wir die Veranda des Hotel de la Rope in Flammen. Französische Panzer fahren durch die Bahnhofstraße in Richtung vor Kloster und Harder Brücke, die zwar nicht komplett beschädigt, aber doch unpassierbar war, was den Vormarsch der Franzosen dann doch um einen Tag aufhalten sollte. Militärfahrzeuge, vor allem die Raupenfahrzeuge, behinderten natürlich auch die Löscharbeiten. Man musste die Schläuche in Sicherheit bringen, weil wenn da der Panzer drüber fahr, waren sie beschädigt oder überhaupt ruiniert. Am Abend des 1. Mai waren rund 80 Häuser mit 200 Wohnungen zerstört oder unbewohnbar. 800 Menschen waren obdachlos geworden. Auf dieser Luftaufnahme, etwa aus dem Jahr 1950, kann man gut sehen, welche Bereiche der Stadt besonders vom Bombardement und der Beschießung betroffen waren. Das war einmal die Brandgasse, dann ein Teil der Häuser, so vis-à-vis vom Rathaus in der Rathausstraße, ganz massiv betroffen war die Kaiserstraße, die hintere, also die Jahnstraße und auch die Bahnhofstraße. Zu einer Rettungsaktion der besonderen Art brach in den Morgenstunden des 1. Mai der pensionierte Gymnasialprofessor Paul Pirker auf. In Begleitung seines Vetters Alois Boss und von Emil Dietrich, den sie auf dem Weg aufgelesen hatten, schlug er sich von Bregenz über den Hagen zu den Franzosen nach Lochau durch.
und unter Umgehung der Panzersperren an der Klause führte er einen französischen Stoßtrupp in die Stadt. Der Stoßtrupp erreichte die Stadt etwa zeitgleich mit den französischen Panzerspitzen, also um 12.30 Uhr, 13 Uhr. Paul Pirker war ein Bregenzer mit Leib und Seele, eine sehr interessante Persönlichkeit. 1919 war er Propagandist für den Anschluss Vorarlbergs an die Schweiz. Er war ein Bürgerlicher. Trotzdem kritisierte er 1934 nach dem Bürgerkrieg die Einführung der Todesstrafe und nannte den sogenannten Ständestaat eine Diktatur. Er war ein Schöngeist, aber, wie wir gerade gehört haben, auch ein Mann der Tat. Walter Kareis berichtete nach dem Krieg, er habe durch die Beflaggung einiger exponierter Gebäude mit weißen Fahnen dazu beigetragen, dass die französischen Fliegerangriffe eingestellt worden seien. Den Franzosen sollte damit signalisiert werden, dass die deutschen Soldaten bereits aus der Stadt abgezogen seien. Wir sehen hier den Leutböhl, das Pircherhaus und die weißen Fahnen. Walter Kareis war Fernmeldetechniker. Er geriet aus rassischen Gründen, er galt nach diesen kruden Rassenregeln als Halbjude und als Kommunist ins Visier der Nationalsozialisten. Im Herbst 1944 kam er in ein Zwangsarbeitslager. Da gelang ihm schließlich Mitte April 1945 die Flucht und er konnte sich nach Bregenz durchschlagen. Nach dem Krieg gehörte Kareis dem provisorischen Stadtrat an, der bis zu den ersten Wahlen im November 1945 amtierte. Es gab an diesem 1. Mai nur wenige, die den sicheren Luftschutzstollen verlassen haben, um einen Beitrag zur Befreiung der Stadt zu leisten. Paul Pirker und Walter Kareis gehörten zu diesen wenigen. Auch wenn die Franzosen ihre Luftangriffe vermutlich aus anderen Gründen eingestellt haben, nämlich um die eigenen in die Stadt vorrückenden Truppen nicht zu gefährden, muss man Paul Pirker und Walter Kareis uneingeschränkt Respekt zollen. Zivile Opfer waren nur wenige zu beklagen, da sich ein Großteil der Bevölkerung in den Luftschutzstollen in Sicherheit gebracht hatte. Es ist einmal die Rede von 2 Opfern, ein anderes Mal von 4 und wieder ein anderes Mal von 5. Die größten Luftschutzstollen waren die unter Marienberg bei der Herz-Jesu-Kirche und beim Kloster Riedenburg. Wie ist es den Bregenzerinnen und Bregenzern ergangen in diesen Apriltagen und am 1. Mai? Ein beeindruckendes Dokument liegt uns in den Tagebuchaufzeichnungen der damals 13-jährigen Annie Forster vor. Gerüchte wabern durch die Stadt. Bregenz wird verteidigt, Bregenz wird nicht verteidigt, Hoffnung keimt auf, Ungewissheit, dann wird Alarm gegeben, alle müssen in die Luftschutzstollen. Es folgt eine Nacht bangen Wartens. Dann in den Morgenstunden erzittert der Boden von den Einschlägen durch den Artilleriebeschuss. Man wagt sich hinaus, aber nun kommen die Flieger und man bringt sich wieder in den Stollen in Sicherheit. Dann ist es vorbei, man geht hinaus, schaut, ob das Haus noch steht, aber es brennt in der Stadt, man versucht zu löschen, es wird auch geplündert und gestohlen und doch macht sich Erleichterung breit, endlich ist der Krieg vorbei. So oder so ähnlich wird es wohl vielen ergangen sein. 2 junge Offiziere, der Bregenzer Anton Renz und der Tiroler Helmut Falch, sein Freund, bezahlten den Versuch, die Sprengung der Brücken über die Bregenzer Ach zu verhindern mit ihrem Leben. Die beiden waren so gegen Krieg, am Kriegsende in Bregenz gestrandet und beschlossen zu desertieren. Als sie aber erfuhren, dass die Brücken gesprengt werden sollten, verließen sie in den Abendstunden des 30. April ihr sicheres Versteck, Anton Renz Elternhaus, in der Kehlerstraße und begaben sich in Uniform zur Eisenbahnbrücke und zur Lauterhaer Brücke. Dort versuchten sie den Sprengkommandos, die Sprengung der Brücken auszureden. Dann gingen sie weiter zur Harder Brücke und dabei wurden sie verhaftet
und schließlich im Keller des Gasthauses Kreuz in Lauterach eingesperrt. Am Morgen des 1. Mai wurden sie von SS-Leuten herausgezerrt und erschossen. Die Leichen der beiden Ermordeten wurden in die Jauchegrube hinter dem Haus geworfen. Eine Woche später, am 8. Mai, also an dem Tag, an dem die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft trat, wurden Anton Renz und Helmut Falch auf dem Friedhof Bregenz vor Kloster beerdigt. Ich fasse zusammen. Wer hat sich für Bregenz eingesetzt? Also wer hat versucht, Bregenz aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten? Wer hat einen Beitrag zur Befreiung von Bregenz geleistet, wer nicht? Die militärischen Befehlshaber gehorchten, wie sie es schon den ganzen Krieg hindurch, zumindest die meisten von ihnen, getan hatten und wie man es von Soldaten erwartete. General Feuerstein ging aus meiner Sicht ein Risiko ein, als er Bregenz zur offenen Stadt erklärte, obwohl die Befehlsverhältnisse unklar waren und auch unübersichtlich. Das war für ihn untypisch, da die Erfüllung der soldatischen Pflicht in seinen Augen gleichsam ein absoluter Wert war. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man seine Autobiografie liest. General Hans Schmidt, dem letzten Festungskommandanten von Vorarlberg, war das Schicksal von Bregenz vermutlich herzlich egal. Die meisten Soldaten zeigten keinen übertriebenen Einsatz mehr, waren aber in ständiger Angst, noch kurz vor Kriegsende von SS-Lern, Wehrwölfen oder fanatischen Offizieren liquidiert zu werden. Von den Parteibonzen war wenig zu hören und zu sehen. Allgemein war man der Meinung, dass sich die Partei für die Verteidigung eingesetzt habe. Bürgermeister Solhardt war nicht mehr in der Stadt, obwohl er eigentlich auf deren Trümmern für Deutschland hatte kämpfen wollen. Einzig der Bregenzer Landrat Walter Dietlaukis war in die Bemühungen zur Rettung der Stadt involviert. Landrat, ja, das ist in etwa gleichzusetzen mit dem Bezirkshauptmann. Dietlaukis agierte als eine Art Verbindungsmann zum Roten Kreuz und zur Gauleitung und intervenierte auch bei General Schmidt, wenn man seinem noch im Mai 1945 verfassten Bericht trauen mag. Und es gab einige wenige Männer, die sich aktiv für die Rettung von Bregenz eingesetzt haben. Wir haben von ihnen gehört, Karl Bitz, Georg Poschacher, Gerd Huber-Sandwald, Guido Tarabocchia, auch General Valentin Feuerstein. Und an ihrer Seite waren noch viele andere, die ich in meinem Vortrag unerwähnt bleiben lassen musste, aus Zeitgründen. Gefährlich war es für alle, für manche lebensgefährlich, wie für Paul Birke und seine Begleiter oder Walter Kareis und alle anderen, die geholfen haben, die Stadt mit weißen Fahnen zu beflaggern. Und mindestens zwei zahlten mit ihrem Leben, nämlich Anton Renz und Helmut Falch. Am 14. November 2015 wurde am Bregenzer Sparkassenplatz das Vorarlberger Widerstandsmahnmal feierlich enthüllt. Agnes Heller, Überlebende des Holocaust und emeritierte Philosophieprofessorin, hielt eine beeindruckende Festrede mit dem Titel »Eine Welt, die Helden brauchte«. Heldentum habe viel mit Liebe zu tun. Ein Held sei ein Mensch, der das, was ihm wichtig sei, für eine Liebe opfere, die alles andere übersteige. Nun ist nicht jeder und nicht jede von uns zum Held oder zur Heldin geboren. Aber es gibt etwas, was wir alle tun können, nämlich der Geschichte eingedenk zu sein und unsere demokratischen Einrichtungen zu schützen und zu stärken. Denn davon hängt unsere Freiheit ab. Und noch an etwas wollen wir heute denken. Ein Gradmesser für die demokratische Reife eines Landes und seine Bevölkerung ist der Umgang mit religiösen und nationalen Minderheiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke.
Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, in Ihren Namen zu sprechen, wenn ich dir, lieber Thomas, ganz herzlich danke für diese äußerst interessanten Ausführungen. Wahrscheinlich ist es vielen von Ihnen ähnlich gegangen wie mir, dass man durch deine Schilderungen wie kaum einmal bisher als einer, der nicht mehr selber diese Ereignisse persönlich erlebt hat, irgendwie doch stärker mitempfinden konnte, was sich damals ereignet hat. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Erinnerung an diese Ereignisse wachhalten und, so wie du gesagt hast, alles tun, um zu verhindern, dass sich Ähnliches wiederholt. Ich kann mir vorstellen, dass bei manchen von Ihnen auch Fragen zu dem eben Gehörten aufgetaucht sind und es besteht nun die Möglichkeit, auch solche Fragen zu stellen. Ich würde Sie nur bitten, damit alle auch die Fragen mitbekommen, jeweils abzuwarten, bis einer der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterinnen des Hauses mit dem Mikrofon bei Ihnen ist und Sie könnten dann jeweils diese Frage stellen. Thomas ist gerne bereit, darauf einzugehen. Ich darf Sie um Ihre Fragen bitten, also sich zu melden, damit wir sehen, wo das Mikrofon hingebracht werden soll. Mein Name ist Reuer Dieter. Mich würde interessieren, wohin der Bürgermeister nach dem Krieg gegangen ist. Ich habe Glück, weil das haben wir gerade vorher auch noch angeschaut. Das findet man in der Festung Vorarlberg von Georg Schelling auf der Seite 93. Der Bürgermeister Solhardt, der flüchtet zunächst, oder man kann eigentlich sagen, er haute ab nach Bludenz und kehrte dann aber noch einmal nach Bregenz zurück und zog sich dann ins kleine Walsertal zurück, landete dann schlussendlich im Bregenzer Wald in Eck und stellte sich dann den französischen Behörden. Das war jetzt im Zeitraffer, wenn man so will, der Weg seiner Flucht. Bei Georg Schelling in der Festung Vorarlberg ist das schön nachzulesen. Ja, schönen guten Abend. Frage, wo Sie gesehen haben, dass in der Oberstadt 7000 Leute untergebracht worden sind, zum Teil von der Gestapo. Das kann nicht gut sein, oder? Das ist wirklich eine unfassbar hohe Zahl. Die erklärt sich dadurch, also ein wichtiger Grund ist tatsächlich die Nähe der Schweizer Grenze. Ich habe es berichtet, eine der wenigen Möglichkeiten, in ein freies Land zu gelangen und dementsprechend streng war die Grenze bewacht und alle Leute, deren man habhaft wurde, die wurden ins Gefängnis gebracht. Und die waren dort nur für mehr oder weniger lange Zeit dort und wurden dann weiter verfrachtet. Zumeist immer noch zur Verfügung der geheimen Staatspolizei, bedeutete sehr oft, dass sie in ein Konzentrationslager kamen oder sie wurden auch vor Gericht gestellt und dann zu Gefängnisstrafen oder zu Schlimmeren verurteilt. Aber es gab auch ganz normale politische Gefangene, die man für mehr oder weniger lange Zeit eingesperrt hat. Diese Zahl ist eine vorsichtige Schätzung, die sich auch ergibt aus der Lektüre der Gefangenenbücher, die zumindest für bestimmte Jahre erhalten sind. Und kann ankündigen, es wird bald ein Buch erscheinen, in dem der Meinrad Bichler einen Aufsatz geschrieben hat, nämlich zum
zum Gefängnis in der Oberstadt, wo er das auch ein wenig ausführt. Also diese 7000 Menschen, das ist eine vorsichtige Schätzung, die sich ergibt aus den Belegzahlen, den täglichen und die hochgerechnet. Das betrifft den ganzen Krieg, also auf diese 7 Jahre hochgerechnet. Und da muss man sich aber einen oftmaligen Wechsel vorstellen. Da war man 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen inhaftiert und kam dann in ein anderes Gefängnis oder in ein Konzentrationslager oder wurde vor Gericht gestellt. Ich würde interessieren, wie diese Leute in den Bunkern mit Lebensmitteln versorgt worden sind. Ich denke, wäre bald versucht zu sagen, auch wenn ich vorher beinahe den Eindruck der Allwissenheit erweckt habe, das ist natürlich nicht der Fall. Ich denke, dass die Menschen sich selber versorgt haben, so gut es ging, was natürlich nicht ganz einfach war, weil ja viele Produkte ohne dies Mangelware war. Ich denke, da hat man mitgenommen, was man zu Hause entbehren konnte und hat einander rausgeholfen, so stelle ich mir das vor. Dass das von langer Hand geplant war und von obrigkeitlicher Stelle gesteuert wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es könnte sein, dass sich unter uns auch Zeitzeugen befinden, die das noch wissen. Und ich lade Sie gerne ein, dazu etwas zu sagen. Bitte, sehr gerne. Aber ich war ein Kind von 4,5 Jahren. Und ich kann mich nur erinnern, als Kind hat man nichts gehabt und dann sind auf einmal Leute gekommen, die haben für uns was gebracht und zwar Kandiszucker. Wo der Kandiszucker her war, weiß ich nicht, aber das war mein erster Eindruck überhaupt von diesem Bunker und von dieser ganzen Aktion. Ja, also ich denke, da ging es auch um Fenster. Man war natürlich nicht so lange in dem Bunker, man war ja nur ungefähr einen halben Tag oder ein paar Stunden. Also am 1. Mai war es bei uns so, wir haben in der Kaiserstraße gewohnt und dann hat es geheißen, es gibt Angriff auf Bregenz. Man muss also sich irgendwie in Sicherheit bringen und dann hat es geheißen, wir gehen in den Keller beim Holzner, wo heute die Trumpf. Und dann hat es aber geheißen, der Keller ist auch nicht sicher, man muss also in den Keller, in den Bunker bei der Herzese gehen. Da kann ich mich erinnern, sind wir in der Nacht durch die Kaiserstraße gegangen und in diesem Bunker bis am nächsten Morgen. Und am nächsten Morgen oder gegen Mittag hat man heraus können, nachdem die Angriffe vorbei waren. Und dann sind wir in die Kaiserstraße, war unser Haus verbrannt. Also das ist das Haus. Das ist meine Erinnerung. Danke. Also bestätigt im Prinzip, man hatte das im Bunker, was andere mitbrachten und miteinander teilten. Eigentlich möchte ich meine Frau melden, weil die hat es richtig erlebt in dem Bunker. Für uns, für meine Mutter und mich, war das eher ein Spaziergang. Zumindest einmal ist man nur dann in diesen Bunker gegangen, wenn wirklich eine Meldung kam, dass ein Fliegerangriff der Amerikaner, Engländer, irgendwo in der Nähe war und erst im letzten Moment bei der Entscheidung über die freie Stadt, die haben alle mitgekriegt, diese Hin- und Her-Fragen, das hat man durchaus gehört, ist man tatsächlich in den Bunker, aber das war ja auch vielleicht 2 Tage maximal, also das Problem der Versorgung existierte nicht. Versorgen mit Wasser und Essen war eigentlich gar nicht aktuell. Ja. Ich kann mich zum Beispiel nur erinnern, in der Zeit, oder man ist zum Beispiel nur in den eigenen Keller als Luftschutzbunker und erst wenn man das Kühl gehabt hat, jetzt ist sie wirklich eine Gefahr für Leben. Dann ist man in den einen von den 3 großen Stollen gegangen, der A im Marienberg, an der Riedenburg und der dritte in der Stadt drin, also unter der Stadt. Ja.
Meine Frau hat es eigentlich viel lebhafter erlebt als ich, weil die war viel fleißiger. Nein, meine Mutter und wir waren 4 Kinder, ich war die Älteste. Und wir haben ganz in der Nähe vom Bunker unter dem Gallusstift gewohnt und haben die letzten 3 Tage quasi immer im Bunker verbracht. Aber wenn wir auf die Toilette mussten oder was zum Essen oder Trinken brauchen, haben wir können schnell heimrennen. Aber was sehr lustig für uns Kinder war, dem Gallusstift in der Kirche war ein großes Lager für Gasmasken und Kinderspielzeug. Und wir haben uns dort fleißig bedient. Viele Kinder aus dem Bunker sind immer wieder, wenn es ruhig war, dann aufgerannt. Die Türen waren offen und wir haben uns da reichlich mit Spielsachen besorgt. Hat auch was Gutes gehabt. Danke. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Wissen Sie, wie die ganzen Abbrändler sozusagen Unterkunft nachher gefunden haben und wurden die nach dem Krieg entsprechend entschädigt? Also ich weiß, dass sich der Wiederaufbau einigermaßen mühselig gestaltet hat und sich auch über mehrere Jahre hingezogen hat. Die Abbrändler hat man teilweise untergebracht, indem man Nazis ausquartiert hat. Ja, das war eine Methode. Und so hat man halt geschaut, dass man irgendwie jetzt Gang hat und wo die Abbrändler irgendwo unterkommen. Dementsprechend, ich meine, der Begriff Abbrändler klingt ja auch recht despektierlich. War natürlich auch viele nicht glücklich mit denen, die man jetzt in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung einquartiert haben. Aber auf diese Art und Weise hat man es gelöst und es gab auch Baracken. Es gab auch Baracken, Barackenlager errichtet für die Zwangsarbeiter, die man aber auch als Notwohnungen nutzen konnte. Zum Beispiel ganz in der Nähe des Festspielgeländes, da war die Dampfsäge und bei der Dampfsäge waren auch 5 oder 6 ganz große Baracken, auch die dienten als Notwohnungen. Da vorne haben wir noch einmal, ja. Wir wurden also auch, nachdem das Haus abgebrannt war, wurden wir in einem Haus auf dem Brand oben einquartiert, im obersten Haus, und mussten aber zusammen mit einer Nazi-Familie das Haus teilen. Dazu möchte ich vermerken, meine Großmutter ist in Wien hingerichtet worden, also war gerade die andere Seite. Es war also ein sehr schwieriges Verhältnis, da haben wir 5 Jahre in diesem Haus gewohnt mit der Nazi-Familie. Kann man vorstellen, dass das nicht... Für beide Teile war das schwierig. Ja, dass das nicht leicht war, ja. Also in Erinnerung an meine Mama und Frau Dellert, wir mussten nicht in den Bunker, weil unser Haus war in der Kaiserstraße und das war so gut, dass wir unten einen Keller hatten, der sicher war. Und die Frau Dellert und meine Mama, die waren die ganze Zeit oben, wir hatten so flache Dächer und haben gespritzt. Weil das Haus nach uns war Holz, Holz da. Und die waren die ganze Zeit drum und haben gespritzt. Aber bis zu Rädler sind sie scheinbar leider nicht gekommen. Ja. Sie haben die Mama hat erzählt, sie sah genau, das war eine kleine Flamme am Rädlerhaus zum Beispiel. Aber sie konnten nicht so weit hinunterspritzen, weil wir waren das Medusa-Haus, also weiter oben. Da. Und das wollte ich nur sagen in Erinnerung an meine Mama, dass ich denke, das war wirklich super, was die 2 Frauen geleistet haben. Das war wohl sehr mutig, ja. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage. Nachdem die Brücken in Lautach und Haar zerstört waren, wie sind denn die Franzosen weitergekommen? Entschuldigung, wie sie weitergekommen sind? Nachdem die über Brücken... Kennelbach. Ah, Kennelbach, okay. Wir sind über Kennelbach weiter. Also mussten ausweichen, wenn man es will, und nicht auf dem kürzesten Weg. Bürgermeister Dreher in Dornbirn fand sich in jenen Tagen, in denen das Bombardement stattfand, bemüht, die Bevölkerung doch aufzuklären, dass diese
Ereignisse dort, die sich da ereignet haben, die gar nicht so böse sind und dass es eventuell weitergehen könnte mit dem Reich. Welche Informationen gab es da? Diese Flugblätter waren bis in die Hofsteiggemeinden gelangt und ich weiß nicht, wer da noch informiert hat über die Lage, über die Ereignisse, die irgendwo stattfanden im Reich oder was weiß ich wo. Jedenfalls, der Bürgermeister von Dommen hat sich bemüßigt gefühlt, die Bevölkerung in seiner Weise aufzuklären und dass es irgendwann wieder weitergeht. Wie war man in Bregenz informiert zu jener Zeit? Also ich denke, dass der Bürgermeister Dreher wohl sehr optimistisch war. Bürgermeister Dreher war wohl ein wenig zu optimistisch. Ich denke, dass damals auch dem größten Fanatiker klar war, dass der Krieg vorbei war. Mir ist das auch nicht bekannt, dass das der Dreher gesehen hat, aber jedenfalls. Der ist wohl. Ich bin auch Zeitzeugin und war im Stollen unter Marienberg. Wir waren 8 Kinder. Wir haben auch zum Essen mitgehabt, was wir noch zu Hause hatten. Bekommen haben wir im Stollen weiters nichts. Und mein Vater ist manchmal hinausschauen oder hören, was er erfahren kann. Und dann ist er hinaus und hat ein weißes Leintuch unter das Fenster gehängt. Mhm. Und ich habe nur meinen Großvater aus der Firma geholt. Er meinte, er muss bis zuletzt im Geschäft bleiben. Und ich habe ihn dann mit viel Überreden weggebracht. Und wie wir auf der Brücke zur St. Galluskirche waren, war ein Tieffliegeranflug und wir haben uns beide flach auf den Boden gelegt. Und es war schwer, dass ich meinen alten Großvater wieder auf die Beine brachte. Und das glaub ich. Dann waren wir aber im Marienbergstollen und haben dort die Tage verbracht und haben dann erfahren, was in Bregenz alles brennt. Und Wasser haben wir nur bekommen, da war beim Franz Ritter ein großer Brunnen und wir sind mit einem Leiterwagen, auf dem 2 Kannen Platz hatten, Wasser holen für eine Familie mit 8 Kindern. Dankeschön. Da geht das noch zu. Sie haben erwähnt, dass der ehemalige Bürgermeister bis ins Jahr 86 noch gelebt hat. Wurde der bestraft, rehabilitiert oder was hat denn der gemacht die letzten 40 Jahre? Ich muss es gestehen, ich weiß nicht, ob er vor Gericht stand und ob er eingesperrt wurde nach dem Krieg. Aber ich kenne aus dem Bildarchiv des Stadtarchivs einige Darstellungen, wo man den amtierenden und die Altbürgermeister in trauter Runde miteinander sieht. Also der Solhardt war aus meiner Sicht, zumindest dann in den späteren Jahren, eigentlich keine persona non grata. Also der hat seinen Lebensabend, glaube ich, im Herz-Jesu-Heim in Lochau verbracht und dort starb er und dem hat man zu den runden Geburtstagen gratuliert, als ob nichts gesehen wäre. Ja, gerade angesprochen, und vermutlich, also 2005 hat der damalige Vizebürgermeister von Bregenz, der Gernot Kiermaier, angeregt, man möge doch das Porträt vom Solhardt aus der Porträtreihe der anderen Bürgermeister entfernen, weil der sei doch wirklich nicht würdig, dass dort sein Porträt hängen dürfe. Und das gab da eigentlich schon Diskussionen, ob man das so sehen könne oder nicht. Und letztendlich ist sein Porträt entfernt worden und mit einem
ja, recht kurzen, lapidaren Text versehen worden. Ja. Also, wenn man die Fotografien sich ansieht, so hat man das Gefühl, dass als die Franzosen einfuhren, dass die Menschen eigentlich mit sich selber beschäftigt waren. Also man sieht parallel, wie Löschversuche laufen und man sieht die Leute, wie sie aus ihren Häusern noch Hab und Gut herausholen und sie in Sicherheit bringen. Also dass die da im Auge, das sind vor allem Fotos natürlich vom 1. Mai, also dass die sozusagen am Straßenrand gestanden wären und den Franzosen zugejubelt hätten, also solche Bilder kenne ich nicht, aber nachdem die Stadt gerade beschossen worden ist, wäre das wahrscheinlich auch wieder eine ungewöhnliche Reaktion gewesen. Aber ja, die Marokkaner kamen dann, wenn man so will, erst später, die Truppen, also die, zuerst kamen die motorisierten Truppen, das waren die der 5. Panzerdivision, das waren Kampfpanzer, Sherman-Panzer und Dodge-Panzer, Spähwagen, und erst später wurde dann die Infanterie nachgeführt und die bestand, wie Sie richtig sagen, durchwegs aus Marokkanern. Wir sind natürlich auch die Geschichten bekannt, sie ist die Marokkaner haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest gewesen sei, seien aber auch unglaublich nett und liebenswürdig zu den Kindern gewesen. Ich denke, es war sicher feiner, dass die Marokkaner einrückten als die Russen. Nur zu der Frage, wo die Leute, die Abrändler untergekommen sind, da hat natürlich sicher auch die Solidarität eine Rolle gespielt. In meinem Großelternhaus, in dem ich jetzt selber wohne, da war schon monatelang ein Teil einer Familie aus Innsbruck, die in Innsbruck ausgebombt wurden. Das war ein Freund meines Großvaters aus dem Bregenzer Wald, seine Frau aus Tirol mit den Kindern, die Frau und zwei Mädchen, ein Mädchen und der Sohn waren bei uns im Haus und zwei waren in der Nachbarschaft untergebracht und da hat man einfach zusammengeholfen. Und das war sicher unter den Bregenzern ganz genauso. Das Stichwort Eck war kurz die Rede. Und ja, zwar geht es bei mir um die Marokkaner. Mein Geburtsort, mein Wohnhaus ist direkt über dem Ecker Bahnhof. Es wurde kurz erwähnt, dass das Welderbähnli, glaube ich, auch einen Angriff erlebt hat in Bregenz. Und ich hatte die Marokkaner erleben dürfen. Es war in unserem Haus, Funkenbühel ist hinter unserem Haus, Blick nach Bödele, Schwarzenberg, Andersbuch bis zum Kalten Brunnen. Es war strategisch für die Marokkaner auch günstig, das zu bewachen. In unserem Haus am Dachboden waren dann die Geschütze und in der Früh wurde das dann zum Funkenbühel hinaufgetragen. Und bei mir, das heißt bei meinem Vater in der Werkstatt, es war eine Tischlerei, da sind die Marokkaner dann übernachtet. Im Holzschuppen daneben waren die Mulli. Für mich natürlich fast, entschuldigen Sie, wie ein Paradies als Kind. Ich bin schon fertig. Dankeschön. Wenn es keine... Oh, jetzt ziehe ich doch noch. Ich weiß nicht viel, weil ich war bei der Mama im Bauch, die war im 6. Monat schwanger, da habe ich alles mitgemacht wahrscheinlich. Wenn es, und ich sehe, keine Fragen und keine Anmerkungen mehr gibt, dann sage ich Dankeschön fürs Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Ah. Dankeschön. Und der Herbert möchte doch noch etwas sagen. Ich glaube, man bringt den ganz... Oder kommst du gerade auf? Ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten, aber es ist mir doch ein Bedürfnis, allen zu danken, die hier noch interessante Beiträge geliefert haben. Es ist ja eine seltene Gelegenheit, das von Zeitzeugen zu hören. Ich habe aber noch ein Bedürfnis, und zwar noch einmal allen zu danken, die am Zustandekommen dieser Veranstaltung beteiligt waren.
und möchte nicht versäumen, nun auch doch noch die Kooperationspartner zu nennen. Eine große Zahl, wie Sie gleich sehen werden, nämlich die Landeshauptstadt Bregenz, Erinnern.at, die Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie, die Katholische Kirche Bregenz, die Evangelische Pfarrgemeinde Bregenz, das Ökumenische Bildungswerk Bregenz, das Karl-Lampert-Forum, die Johann-August-Marlin-Gesellschaft, das ÖGB-Bildungsreferat, das Renner-Institut, die Grünen, der Pensionistenverband, der Bund Sozialdemokratischer Akademiker, der Verein zur Förderung des Jüdischen Museums Hohenems und der Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer. Alle die sind ja auch mit daran beteiligt, dass der Besuch heute so gut war. Noch ein Hinweis, die vor allem auch für Bekannte und Verwandte, die auch etwas von dieser Veranstaltung erfahren wollen. Man kann noch einige Zeit über YouTube diese Veranstaltung ansehen. Der entsprechende Link kann über die Homepage des Vorarlberg-Museums erfahren werden. Noch ein zweiter Hinweis, der lag auf Ihren Sitzen. Hier auf diese Veranstaltung möchte ich auch aufmerksam machen. Einer der wenigen Zeitzeugen noch, die NS-Verfolgung miterlebt hat, spricht am 15. dieses Monats in Feldkirch. Nähere Informationen können Sie dem Informationsblatt entnehmen. Noch einmal herzlichen Dank dir. Auch Ihnen noch einmal vielen Dank für Ihr Kommen. Auch ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und bleiben Sie gesund.